Es gibt übrigens noch, wo wir gerade bei so einem Thema sind, gibt es ein Video mit Manspreading, ja? Das ist jetzt vor kurzem erst entstanden, dieses Video. Nee, passt mal auf, ich möchte dazu den nächsten Video machen. Männerhass. Das ist auch wieder so legendär. Ja, das ist wieder so unfassbar dumm. Also Bildmoderatorin antwortet auf Hasskommentare von Männern. Kann ich jetzt schon sagen, das ist eine ganz, ganz unangenehme Situation. Es ist wirklich unfassbar schwierig. Hätte einfach nach Hause gehen dürfen. Diese Worte schrieb Lucy Mountain nach dem Tod der Britin Sarah Everett auf Instagram. Ihr Post ging viral und für Bild hatte ich den Text übersetzt, damit möglichst viele Menschen die Worte hören, die jetzt in diesen Tagen so Respekt, dass sie extra den Text übersetzt. wichtig sind. Ja, und unter dem Posting gab es jede Menge Kommentare, vor allem von Männern. Vor allem Männer, die gesagt haben, wir sollen uns nicht so anstellen. Mein Name ist Nele Würzbach und das ist Nele, meine mach dich jetzt nicht fertig, ja? Antwort auf diese Kommentare. Geh zurück in deine Küche und koch. Dieser Satz ist so alt und er nervt uns so Hast du sehr. recht. Ganz ehrlich, stell dich selber in die Küche und koch. Und außerdem, in Ich habe heute Nudeln gekocht, tatsächlich. der Küche ist Essen, jeder sollte da erstmal hingehen. Oder wie Carrie Bradshaw seine Schuhe da lagern. Mir komplett egal, aber du hast uns ganz sicherlich nichts zu sagen und vor allem nicht mir zu sagen, wo ich hingehen soll und was ich zu tun habe. Ich persönlich nehme solche Kommentare generell extrem ernst. Gerade solche von YouTube, vor allem Leute, die heißen Skiller mit einem Trollgesicht als Profilbild, die nehme ich immer besonders ernst, weil ich mir so denke, der Kommentar, der ist ja wirklich, also der Kommentar ist ja wirklich, wirklich hart. Das ist wirklich, das musst du ins Video bringen, weil das ist wirklich eine ernst gemeinte Situation. Das merkt man hier so richtig. Gerade vom Skiller mit geh in die Küche. Ist einfach so. Zurück in deine Küche und. Mir komplett egal, aber du hast uns ganz sicherlich nichts zu Du hast sagen und vor es. allem nicht mir zu sagen, Ja, wo ich hingehen soll und hast du was ich zu recht. tun habe. Nele, lass deine Haare offen. Übrigens heißt das Video, falls ich das noch nicht ganz erwähnt habe, Bildmoderatorin antwortet auf Hasskommentare von Männern. Ja, jetzt lest euch das hier vor, lest euch das mal durch. Nele, lass deine Haare offen. Von Männern. Woher will man denn wissen, dass Evil Goku ein Mann oder eine Frau ist? Das ist wieder dieses typische, Männer, die sind wieder so schlimm. Ja, jeder negative Kommentar, der kommt von einem Mann. Ja. So dumm, so dumm. Dumm, ja, das macht mich richtig fertig. Da merke ich einfach immer, wenn ich nach irgendwas recherchiere und ich finde solche Beiträge, dann merke ich einfach, wie meine Gehirnflüssigkeit, die trocknet dann halt auch einfach aus. Da merke ich, dass ich mega dumm werde. Ganz offensichtlich habe ich nicht auf dich gehört. Meine Haare sind zu. Gefällt mir persönlich auch viel besser. Und wenn ich sie doch wieder aufmache, dann nicht für dich und auch für keinen anderen Mann, sondern weil es meine Entscheidung ist, wie ich an dem Tag Lust habe. Wie soll ich jetzt noch eine kennenlernen? Diesen Kommentar fand ich eigentlich von allen wirklich am schlimmsten, weil ich frage mich, wie hast du bisher eigentlich Frauen kennengelernt? Hast du ihn nachts hinterhergestellt? Bist du ihn Also, das sind Kommentare unter einem Beitrag, wo, glaube ich, eine Frau belästigt wurde. Und der hat geschrieben, wie soll ich jetzt noch eine kennenlernen? Glaube ich zumindest, ja. Also, da ging es darum, oder dass sie verfolgt wurde und dann, oder vergewaltigt. Ich weiß es gar nicht, unter was für ein Beitrag das war. Aber damit ihr den Kontext ein bisschen wisst. Kommentar fand ich eigentlich von allen wirklich am Krank. schlimmsten, weil ich frage mich, wie hast du bisher eigentlich Frauen kennengelernt? Hast du ihnen nachts hinterhergestellt? Bist du ihnen hinterhergerannt, Uff. sodass sie sich unangenehm gefühlt haben? Ich muss da ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es am besten, wenn du wirklich keine kennenlernst. Bleib zu Hause, bleib vielleicht wirklich alleine, weil das ist kein Weg, Frauen kennenzulernen. War es auch noch nie. Oh Mann, jetzt werden wieder alle über einen Kamm gekehrt. Fein gekehrt, ja. Also ich kehre generell alle über einen Kamm mit meiner Bürste. Ihr werdet nicht über einen Kamm geschert. Wir wissen alle, dass natürlich nicht jeder Mann, der Großteil der Männer, nicht zu solchen Taten fähig ist. Aber es sind leider genug Männer, dass wir Frauen vor allen Männern erstmal Angst haben müssen. Wir wissen nicht, wenn du hinter mir auf der Straße läufst, ob du jetzt derjenige bist, der mich vielleicht entführt, missbraucht oder am Ende sogar umbringt. Ich weiß es nicht und ja, deswegen muss ich. Ja gut, wenn du jetzt ganz alleine unterwegs bist und hinter dir läuft jemand in schwarzer Gestalt, also so, dass man ihn nicht sehen kann, ist das schon gruselig. Aber ich glaube, da habe ich, also ich persönlich hatte auch schon öfter mal so Paranoia und ich weiß nicht, ob das nur ein Frauenproblem ist, aber das ist auch bei mir so, dass als ich von Feiern oder bei Freunden war und ich bin dann nachts nach Hause gegangen, hatte ich auch Paranoia, dass hinter mir jemand ist, mich jemand verfolgt. Immer so nach hinten geguckt, zu aller, was ist aller 2 Minuten, aller 20 Sekunden vielleicht.
So, ist da jemand, oder ich bin manchmal auch einfach gerannt, weil ich dachte, da bin ich auch eher zu Hause. Hat gleich zwei gute Sachen, ja, du machst Sport, obwohl du feiern warst, du machst Sport und bist halt noch eher zu Hause. Erstmal vor allen Männern Angst haben, ihr werdet nicht alle über einen Kamm geschert, aber es wäre schön, wenn ihr alle endlich an unserer Seite stehen würdet. Hey, das macht doch, also jeder, der nicht vergewaltigt und niemals sowas in Betracht ziehen würde, der stellt sich doch auf die Seite von Frauen, denen vielleicht sowas passiert oder keine Ahnung, die auch dagegen sind. Aber was ist das für ein dämlicher Kommentar? So, als würde kein Mann sich dagegen aussprechen, dass Vergewaltigungen scheiße sind. Beziehungsweise aussprechen, dass Vergewaltigungen scheiße sind, nicht dagegen aussprechen. Völlig los. Ist alles gespielt, das kann sie sehr gut. Du glaubst mir kein Wort, das heißt... Der heißt auch schon wieder Head of Dubai. Woher will man wissen, dass das ein Mann ist? Das heißt, du hast solche Erfahrungen noch nie gemacht. Kein Wunder als Mann, das freut mich für dich. Aber woher will die wissen, das dass ist nicht Mann gespielt. Ist? Das ist die Angst, die jeder von uns hat. Ich habe sie, Lucy hat sie, Sarah Everett hatte sie ganz sicher auch. Und zu sagen, das ist gespielt, du glaubst mir kein Wort. Du hast keine Ahnung, was die Lebensrealität von Frauen auf der ganzen Welt ist. Ich habe das Gefühl, als ob man mir hier sagt, ich soll mit etwas aufhören, was ich nie begangen habe. Du sollst nicht mit etwas aufhören, was du nie begangen hast. Ich hoffe, du wirst es nie begehen, genauso wie die meisten anderen Männer auf der Welt. Aber trotzdem, wir müssen darüber reden, denn das Problem ist nicht nur, wenn du am Ende wirklich eine Frau überfällst, sie belästigst, sondern es ist auch schon ein Problem, wenn du wegguckst. Und ich befürchte, das tun noch richtig viele Männer auf dieser Welt. Ihr müsst an unserer Seite stehen, ihr müsst euren Mund... Hä? Also jetzt mal, welcher Mann guckt weg bei Vergewaltigungen? Also will ich jetzt sagen, so der Großteil, der guckt weg bei Vergewaltigungen oder so. Das Problem ist bei einer Vergewaltigung, dass das im Geheimen stattfindet, dass es auch oft in Familienkreisen stattfindet, wo man keine Einblicke hat. Wo guckt man denn weg als Mann? Was ist das? Also das ist wirklich ein Problem, was natürlich auch vor allem Frauen haben, weil die sozusagen schwächer sind, ja, gerade bei... sowas. Weil man darf ja keine Rollenklischees jetzt immer wieder raushauen, weil sonst wird man hier direkt als Sexist abgestempelt und als einer, der hier nur Hass gegen Frauen verbreitet oder einfach nur falsche Vorstellungen verbreitet. Für uns aufmachen, erst dann helft ihr uns wirklich. Und ja, deswegen müssen wir das immer wieder ansprechen, egal ob du sowas schon gemacht hast oder nicht. Kotz-Smiley. Das sind die Hasskommentare von Männern, ja? Die Bildmoderatorin antwortet auf Hasskommentare von Männern. Kotz-Smiley. Das ist jetzt die Frage, Kotz-Smiley, weil du es auch zum Kotzen findest, dass Frauen auf der ganzen Welt noch immer Angst haben und dass wir noch immer darüber sprechen müssen, Frauen noch immer auf offener Straße von Männern verschleppt und umgebracht werden? Oder kotzt du, weil du dir das mal wieder anhören musst, weil wir Frauen mal wieder darüber sprechen müssen, wie schlecht es uns geht? Sollte es Zweiteres sein, ja, dann ist nur noch mir jetzt kotzübel. Unnötig. Ich lach mir den Arsch ab. Wenn die Angst haben, ist ihr Pech. Ist dann auch mein Pech, wenn ich tatsächlich am Ende missbraucht werde, oder? Das ist doch ungefähr dieselbe Argumentation. Unnötig. Tja, Glückwunsch, du bist also ein Mann. Du musstest mit dieser Angst noch nie leben. Dieser Kommentar von Lucy, diese Übersetzung von uns, diese Debatte, ist alles andere als unnötig. Sie ist das Nötigste, was wir Frauen jetzt haben. Denn jeden Tag leben Frauen in Angst. Jeden Tag werden Frauen von Männern geschlagen, beleidigt, missbraucht. Und das muss endlich ein Ende finden. Und das funktioniert nur, wenn wir alle darüber reden. Oh je, werden die Frauenparkplätze jetzt noch größer? Kleiner Funfact, Frauenparkplätze sind nicht dafür gemacht, weil wir schlechter einparken können. Ich bin mir ziemlich sicher, ich fahre besser Auto als du, sondern... Oi, die redet schon wieder Männer schlecht. Parkplätze sind nicht dafür gemacht, weil wir schlechter einparken können. Ich bin mir ziemlich sicher, ich fahre besser Auto als du. Oha! Oha, what the fuck? Ich möchte unbedingt gegen sie Auto fahren. Sondern Parkplätze für Frauen sind dafür da, weil in Tiefgaragen und Parkhäusern Frauen sich mal wieder oft unsicher fühlen müssen. Es sind Angsträume und deswegen sind diese Frauenparkplätze immer ganz nah an den Fluchtwegen, an den Ausgängen und dort, wo es besonders hell ist. Ich habe noch nie einen... Gibt's das wirklich? Frauenparkplätze? Einstein, gibt's das wirklich? Ja? Ich habe noch nie einen Frauenparkplatz hier gesehen. In Sachsen gibt's sowas nicht, ich glaube auch. Erleuchtet ist, damit wir uns zumindest ein bisschen sicherer fühlen können. Was ist mit uns Männern? Ja, was ist mit euch Männern? Das frage ich mich oft
auch, aber anders als du. Du meinst natürlich, warum reden wir nicht darüber, dass auch ihr Probleme habt? Habt ihr? Absolut. Es gibt auch natürlich jeden Tag Männer, die in Angst leben. Nur weißt du, was da der Unterschied ist? Oder vielleicht, was uns alle verbindet? Meistens haben sie Angst vor anderen Männern. Das heißt, die Problematik teilen wir. Wir müssen also noch immer über dasselbe reden. Und trotzdem, dieser Whataboutism nervt mich gewaltig. Wir reden über eine Frau, die umgebracht worden ist. Da müssen wir für diesen einen Moment vielleicht einfach mal nicht über andere Männer sprechen. Also dann nur noch über Frauen sprechen, hat sie recht. Da frisst mir einer einen Kojoten. Ah nee, das darf er ja nicht sagen. Das ist ja wirklich, Peter würde jetzt sagen, das ist aber wirklich gar nicht in Ordnung.